Ey, ich will unbedingt bei Nito Nono noch reinchecken. Holy shit. Ganz, ganz wichtig. Sachen mache und. Klebeband! Jo Leute, heute reagiere ich mal ein bisschen auf eure Reaktion zu meinem Face Reveal. Viel hat es gefallen, wie ich rumschreie und komische Sachen mache. Und heute. Was machen wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Was war's nochmal? Oh, ich muss scheißen. Mein Handy ist aus. Bevor ich mit dem Video anfange, wollte ich sagen, dass ich heute Abend um 21 Uhr live Digga, auf Stereo alle haben bin. Diese Kooperation gemacht und haben so über viel Geld bekommen. Ich gehe nicht, ich halte das jetzt hier durch. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich bin ein erwachsener Mann. Wenn ich scheißen muss und gerade am Arbeiten bin, dann arbeite ich. Und wenn ich richtig scheißen muss, dann scheiße ich mich ein. Ich bin erwachsen und ich ziehe das jetzt mal durch. Immer diese Schwäche. Man muss seinem eigenen Körper mal Grenzen aufzeigen. Und wenn es soweit ist, ja, dann scheiße ich mich halt ein. Mein Gott. Ich hätte diese scheiß Kooperation auch machen sollen. Ich hätte es auch machen sollen. Alle haben sie gemacht. Alle. Ich bin der Einzige, der gesagt hat, nee, noch eine App, weiß ich nicht. Ey, Junge, arbeiten. Was für Arbeit in Anführungsstrichen. Was soll das? Hä? Wo ist mein TikTok? Woher kommt die Kokosnuss? Aber falls ihr wissen wollt, ob ich vor meinen Videos Drogen nehme, nein. Hast du ADHS? Sehe ich etwa so aus, als ob ich ADHS hätte? Sieh doch mal so aus! Das ist eine Mandarine! Nein, ich habe kein ADHS, aber meine zwei Brüder haben ADHS. Aber in Real Life bin ich eigentlich voll der ruhige Typ. Eigentlich fast kein Wort. Woher hast du so viele Mandarinen? Ich habe immer mindestens zwei Mandarinen dabei, egal wohin ich gehe. Übrigens wurde ich auch vor ein paar Tagen das erste Mal erkannt. Also nein, das war nicht irgendwie in Aachen oder so oder in Köln, wo ich oft unterwegs bin, sondern um 1 Uhr nachts auf Omegle zwischen 1000 Schwänzen! Chillig, Digga, da will man doch hin. Wow, das wird mir für ewig in Erinnerung bleiben. Danke, wow, echt super. Aber das heißt Omegle. Ja, ich weiß, eigentlich heißt es Omegle. Aber Junge, das klingt so kacke. Ich krieg davon gerade einen Schlag. Digga. Woher kommen die ganzen Kokosnüsse? Hast du deinen Hund wirklich für einen Gaming-PC einschläfern lassen? Junge, natürlich nicht! Wer denkt dir eigentlich, dass ich bin? Ich hab mir davon einen Kühlschrank geholt. Für 500 Euro kriegst du kein Gaming-PC. Nee, Ist so, no joke. Ich find's krass, dass der Arzt mittlerweile einfach 500 Euro die dafür gibt, um den Hund einzuschläfern, damit er mit dem Hund machen kann, was er will. Finde ich ein bisschen weird, aber gibt den Arzt in Aachen so einen Arzt. Aber jetzt mal wirklich, ich hab meinen Hund nicht sterben lassen, um mir davon einen PC zu holen. Was denkt ihr eigentlich von mir? Ich bin doch kein Monster. Ich kann wirklich gut mit Tieren umgehen, wirklich. Helmut, was machst du da? Helmut, hör auf damit, lass das Kack nicht in das Aquarium. Ich hab das vor einer Woche noch sauber gemacht. Helmut! Alright. Okay, haben wir sonst noch irgendwelche Fragen? Ich frag mal meine Zuschauer auf Twitter, mal gucken, vielleicht kommt da was. Okay, vergisst es. Kokosnuss! Kokosnuss! Wow, echt tolle Frage. Wow, klasse. Hallo. Wow, heute sind die Q&A-Fragen aber besonders kreativ. Also, ich hoffe, das nächste wird besser. Ja? Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich meine Mutter sterilisieren lassen. Fühl dich, Bro, fühl dich. Kokosnuss. Hat gar nicht wehgetan! Hat gar nicht wehgetan! Hat gar nicht wehgetan! Need to know, kannst du eine Kokosnuss mit deinem Kopf aufschmettern? Glaub nicht. Ich denke schon. Glaub nicht. Bro, wenn er das jetzt macht, der ist doch fürs Leben gelähmt. Kann man eine Kokosnuss mit seinem Arschloch öffnen? Geht das? Die Videos, ich bin auch anders verwirrt. Was? Nein. Was ist härter, eine Kokosnuss oder eine Walnuss? Wir versuchen es jetzt. Okay, jetzt aber wirklich, jetzt richtig. Wir haben beide Risse gekriegt. Guck, der ist kaputt. Kokosnuss aber auch. Entscheidet. Kommentiert, wer gewonnen hat, Kokosnuss oder Walnuss. Kriegst du nach... Ich habe eine Nussallergie. Nach dem ganzen Schreien Kopfschmerzen. Ja. Kannst du mal nackte Mandarine googeln? Nein. Wieso bist du eine Mandarine? Hä? Was? Wieso sollte ich eine Mandarine? Was? Wieso bin ich eine Mandarine? Digga, dieses Video ist also. Hol mich hier raus! Wer ist das? Wie groß ist das? Ich hab halt ADHS und selbst für mich ist es. Ich bin. Digga, ich.
Ich stelle meine eigene Sexualität in Frage. Das sollst du nicht von mir rechnen! Mama, Mama, ich bin's, Elias! Warum bleiben die stehen? Was? Mama, nein! Mama, nein! Nein! Mama! Meine rechte Pobacke! Wie viele Frauen hast du nach deinem Face-Reveal-Video schon gehabt? Wenn du ein Tier wärst, dann wärst du ein Stinktier. Kokosnuss! Mann, wenn ich die Kokosnuss mal brauche, dann kommt sie nicht! Kodoro. Wie kamst du auf deinem Namen Need to Know? Ah, gute Frage. Ich habe früher Faktenvideos gemacht, die sahen ungefähr so aus. Ach, und so Digga. Sehen meine Videos heute aus. Das passiert, wenn eure Eltern sich scheiden aber lassen. Aber gibt es nicht. Bist du homophob? Wieso sollte ich Angst vor Schwule haben? Need to know, was zockst du so? Phasmophobia. Komm, krieg mich doch, du kannst eh nicht durch die Tür kommen. Blöd, Mann. Hören deine Nachbarn dich nicht rumschreien? Doch. Man kann hier wirklich alles hören. Also meine Nachbarn sind direkt da und die haben auch übrigens ein Kind jetzt seit kurzem gekriegt und irgendwie natürlich. Legt das sich ständig mit mir an. Irgendwie versucht es ständig lauter zu sein als ich. Nein. Du kannst nicht lauter sein. Ich liebe es auch, Schreiwettbewerb meine Nachbarn zu haben. Immer wenn die ficken, stöhne ich auch einfach auch rum, damit ich lauter bin. Also ich werde für immer der Lauteste bleiben. Kurze Pause. Chilliger Drink, Digga. Damit in den Club, Maschallah. Da sind Steine drin. Need to know, zeig mal die Outtakes von deinem Video. Sehr viele Leute haben sich dafür interessiert, wie mein Video so zustande kommt. Zum Beispiel für die Szenen, wo ich immer weine, da reibe ich mir immer eine Zwiebel in den Augen. Ich habe das schon so oft gemacht, mittlerweile tut das schon gar nicht mehr weh. Pass auf. Hat nicht wehgetan. Oder auch bei dieser Szene, ich musste hier so oft auf mein Handy springen, weil ich es nie richtig hingekriegt hatte. Das war echt wirklich... Dich. Was? Hast du das? Hast du das gerade gesagt? Was hast du gerade gemacht? Wie war das? Was hast du da gerade gesagt? Wenn du was zu sagen hast, dann sag es! Komm, trau dich! Sag es! Trau dich! Oh ja. Digga. Fester? Was hast du da gerade gesagt? Hast du dir schon wieder in die Hose gekackt? Ich freue mich echt jedes Mal, wenn ich eure kreativen Fragen lesen darf. Meine Oma ist ein Fan von dir. Das ist nicht deine Oma, das ist ein Pomelo. Kannst du auf meinen Backofen fischen? Wie groß sind da... Antibung. Von allen Fragen, die du mir hättest stellen können, hast du dich für diese entschieden. Du hättest fragen können, wie viel ich verdiene oder ob ich mal was geklaut habe, aber nein! Du hast dich für die Frage gerade entschieden. Warum? Kannst du auf meine Katze aufpassen? Pipi, Popo, Aa, Kaka. Meine Kommentare. Need to know, kannst du in deinen Hintergrund reinspringen? Tatsächlich geht das wirklich, weil hinter meinem Hintergrund ist eigentlich nichts. Das ist ein leerer Raum. Also ich kann es wirklich mal ausprobieren. Okay, wie mache ich das denn? Warte. Okay, das wird schwer, aber ich werde es wirklich mal versuchen. Ich habe eigentlich voll Bock. Ich werde es echt mal gucken. Aber so richtig, ich lege kurz mal ein paar Decken da hinten rein, damit ich mir nicht wehtue, weißt du? Okay, jetzt müsste eigentlich alles soweit fertig sein. Jetzt müsste ich mir nicht wehtun. Okay, wie mache ich das jetzt? Da ist eine Wand dahinter. Einfach so? Nee, wisst ihr was? Ich gehe auf die Couch drauf, dann kann ich wirklich Schwung nehmen. Okay, da ist eine Wand dahinter. Da ist sowas von eine Wand. Da ist eine Wand dahinter. Da ist eine Wand dahinter. Der Mann tut sich weh, da ist eine Wand dahinter. Da ist... Zwei. Bitte, Bro. Wie oft hast du schon mal mit... Was? ...einer Mandarine rumgemacht? Das Interessante hieran finde ich, dass er nicht mal gefragt hat, ob ich schon mal mit einer Mandarine rumgemacht, sondern einfach nur, wie oft ich es schon getan habe. Als ob er davon ausging, dass ich schon mal mit einer Mandarine rumgemacht habe. Was sind eigentlich eure Erwartungen von mir? Wäre es klug, einen Biber zu adoptieren und ihn Erdnussbutter zu nennen? Es wäre klug, dich einsperren zu lassen. Ich glaube, mein Kater will mich umbringen. Was soll ich tun? Es geschehen lassen. Was ist das? Guck mal, ich habe einen Glückskeks gefunden. Da bin ich mal gespannt. Wo ist mein Zettel? Hat Gustav Mandarine eine Freundin? Katharina, ja, ich weiß nicht, was du hiermit sagen willst, aber bitte such dir Hilfe. Magst du meinen Schneemann? Ich finde, er ähnelt dir irgendwie. Okay. Wenn ich deine Mutter wäre, hätte ich dich schon längst zur Adoption freigegeben. Guck mal, diesen Keks kann ich mit meinem Mund auffangen. Pass auf. Extrem spannendes Video, Digga, wirklich. Extrem geil.